Welcome to the show, got another storyline. Sit yourself down, about to be a gory time. Toss away, we're back on the come up. Wanna step up, get my sum up, we gon' run up. This is destiny to be the greatest guardian alive. Can't be complacent, Crota got it once, Horse got it too. Third time's the time, tell you what we gon' do. No more legendary, gon' be exotic like. All gon' learn, he ain't never gon' stop the light. It's a battle, hop back in the saddle. We will wrestle and hassle, and now we're breaking all the shackles. From the earth to the moon to Saturn, guardians band together and recover the light that was shattered. Underdogs now, you won't even pay us one thought. Just wait till we blow up like the rounds of my Hunter Sunshine. You got a supercharge, then you get in the quad on my squad. Please, newbie Lado, when you run across the map and you keep getting captured, please go with the game flow. When you at the power ammo, when you got some weak sauce in your hand, back up off, yo. These gaming MCs, we got one destiny, what that be? Wiping maps, yo. Slashing in a disorderly fashion, we make it happen. Give me the loot, it's time to cash in. Every player should hold me in high esteem when I strike with my fire team and blow the entire scene. Burn like incense, leaving an imprint, fleeing in Ariana's vengeance. The weapons are exotic, you can't stop the product. Zavala bring the drama, you cannot deny it. My movement you can't weaken, so we gotta crush the Red Legion and leave them dead, dead bleeding. Elemental affinity for big guns. Sunshot, one shot, are you kids done? They blew the tower, but can't let that hinder us. Never giving up, we on the stuff that blew gender up. It's indisputable what I can do to you. The carnage is beautiful, meet me in the crucible. You got a supercharge, then you get in the quad on my squad. Please, newbie, lay low. When you run across the map and you keep getting capped, you'll be pleased. Go with the game flow. When you at the power ammo, when you got some weak sauce in your hand, back up off, yo. These gaming MCs, we got one destiny, what that be? Wiping maps, yo. Yo, more EXP is empowering this. Guardian from my well, like empowering rift. Call the storm. Flash. Lightning ions, blasting guardians off the wall, fighting lions. Go ahead and beg, I will not stop. No community, but my game be going pop, pop. Savage, merciless, no time for fake fads. Climbing the top, steady grinding like break fads. Break fads, your team, take last, no safe pass. Recruit, place ads, straight blast. We money, straight cash. Brave lads, play last and they smashed. Face facts, we murderous. I can hear your heartbeat through the mic, a sign of your nervousness. You getting nothing but the best from me. Just accept it, it's destiny. Let's go. You got a supercharge, then you get in the quad on my squad. Please, newbie, lay low. When you run across the map and you keep getting capped, newbie, please go with the game flow. When you at the power ammo, when you got some weak sauce in your hand, back up off, yo. These gaming MCs, we got one destiny, what that be? Wiping maps, yo. This beat is my recital. I think it's very vital to use the force for good, of course. Luke Skywalker, that's my time. Here we go. If I were a Jedi, I could out-rap Busta Rhymes. Going in like Qui-Gon Jinn for the win, I could flow in quadruple time. And at the Canadian border, every time I went on tour, I'd be like, this is not the undeclared MC Lars merch that you're looking for. I could levitate like Yoda, I'd eradicate Ebola. I could pick up girls, literally, even master the viola. I could read all of War and Peace in 10 minutes, entirely in Russian just to say that I did it. I could even catch that Golden Stitch playing Quidditch. Wait, wrong move, innit? Pod racing up the 101, surpassing Golden Gate traffic. R2 on the roof of my Prius, dude, I could FaceTime holographic. I'd play for the A's and we'd win every game, resurrect Mac Dre, do it all for the Bay. They'd all say, hey, Lars is neato, and always let me cut the line at El Theralito. 2 years ago, a friend of mine asked me to say some Jedi rhyme. So I said this rhyme I'm about to say, I fought the Sith, and it went this way. If I were a Jedi, bet I'd get all the ladies. I would mac it more than Dumbledore or Leia or Atreides. If you try to strike me down, I'll just be more powerful. If I were a Jedi, that would be hella awesome. Singing do or do not, there is no try. Do or do not, there is no try. Do or do not, there is no try. If you don't believe it, you will fail every time. It's a trap.
Du darfst nicht keinem Schwanz erzählen, alter Junge. Brezel Rocks, Junge, aber vom Allergemeinsten. Junge, Junge. Ich komm da nicht drauf klar, ne? Hallo, was war das für ein Lied, Junge? Leck mich am Arsch. Junge, Junge, Junge. Was geht ab, Hukulu? Guten Abend. What's crackin'? Wie geht's euch? Wie geht's euch stets? Junge, Junge. Geht's, Digga? Alles gut. Alles gut, außer dass ich zwei miese Muskelkater habe in beiden Armen wegen Impfung gestern. Ist echt unangenehm, aber geht schon. Hab leider nicht die Kohle, dich zu supporten, deswegen wollte ich einfach mal Danke sagen, man rettet mir mal wieder den S. Ach so, Samstagabend. Liebe, geht raus. Bleib gesund, Bruder. Dankeschön, du brauchst nicht so mit Dings supporten. Mit Recht, wenn du hier bist und Spaß hast und nett bist. Welche Impfung? Ich habe gestern Maser-Impfung bekommen und Tetanus. Guten Abend, Lars Palme. Geht bei mir auch so. Bei mir wegen Umzug. Ja, Mann, richtig miese. Aber heute ist wieder Geiseln am Samstag. Vielleicht passiert ja was. Hallo, Motherfucker. Ihr kleinen Katzen. Spaß, genau, Spaß. Ja, ja, Impfungen, ja, ja, wie, ja, ja, na klar. Gehst direkt ins RP, na gleich jetzt irgendwann. Jack ist gestern kurz online gewesen, hat die Klamotten schon mal besorgt und alles andere machen wir halt 5 Minuten Terrine wieder. Chance auf Knast-RP, ich hoffe. Hallo Opa Willy Wonka. Kurt ist müde, ich bin immer müde, Bruder. Es ist Kackwetter, alter Herbst, Mann. Jetzt ist schon dunkel, wir haben 19 Uhr. Was geht, Dexter? Guten Abend. Ein Lied geht mir auf den Sack, als Maul. Komm, ist der Live-Verlierer, dass er ins RP geht? Ja, weil wir halt Sachen zu klären haben, ne? Wahrscheinlich sagen die Leute das. Deshalb. Wieder Schwanz. Ja, soweit ich verstanden habe, wollen wir heute wieder erst Shops machen und danach die Geiselnahme. Aber heute ist Halloween, man. Da sind überall Partys und Musik ist halt nicht so. Ist nicht so gut. Bibiane Z und Tim Live. Was ist das denn immer? Another You. Finde dein Content-Entwicklung aktuell mega, nicht nur RP und freue mich echt auf weitere Games, egal welche. Ich gucke immer, Mann, Schattenbund, ich gucke echt. Mila hat mir auch nochmal gesagt, wegen diesem einen Spiel, was Dexus da gespielt hat. Ey, lass einfach ausprobieren, scheiß drauf. Lass einfach gucken, wie das ist. Dann ein bisschen in der WoW-Pommes hier nächsten Monat. Da die ein, zwei Tage. Selbst Mila hat angefangen, WoW zu spielen. Müsst ihr den Johnny nur dazu überreden, dass der da hochballert, damit der mitleveln kann an dem Abend? Beziehungsweise in der Nacht? Ne, nix hier wieder. Oh, Jazz. Wenn ich da 2 Tage zocken möchte, um mir das anzusehen, dann mache ich das, Kollege. Gib mal Battletech. Weiß ich gar nicht auswendig. Nein. Ruhe. Hör mal. Ich glaube, ich bin hier. Gleich mache ich hier halbe Phasmophobia mit ganzer Haus voller Werbung, ich sage dir. Und ich habe gestern nicht The Mandalorian geguckt. Aber die eine Geistershow habe ich geguckt. Ich habe aber bei Twitter gesehen, Stay hat geschrieben. Stay hat so bei Twitter geschrieben, wenn hier ein Geist ist, dann eins in den Chat, Junge. Junge. Genau, ausprobieren und immer das zocken wir vom Bock hat. Ja, ja, ich guck mal. Dein Twister-Post habe ich gefühlt, ja, ist doch so.
Junge, wir sitzen gestern im Teamspeak. Keiner hat Bock auf LP oder irgendwas anderes zu zucken. Alle wollen irgendwas gucken da. Und ich guck mir da dann und ich... Ach, keine Ahnung, Alter. Weiß nicht. Sogar diese Geistertypen, die da waren, die das wirklich ernst nehmen, sind ja hier über Nacht abgehauen, hab ich mitbekommen, ne? Bei der Show da. Weil die halt ausgelacht wurden und nicht ernst genommen wurden und so. Die haben einfach ihre Sachen gepackt, Junge, und sind abgehauen. Und jetzt wieder aus dem Horror-Ding, Alter, ein Versteckspiel-Game. Selbst die hat keinen Bock mehr. Ist ja so kein Hate in die Richtung. Ich meine, guckt euch die Produktion da an, die ganzen Kameras und alles. Schon echt extrem professionell. Aber man hätte das vielleicht mal entweder entspannter angehen müssen oder wirklich so, wirklich hardcore scripted. Mit irgendwelchen Pranks und so eine Scheiße. Für mich persönlich, das ist meine persönliche Meinung, war das permanentes Rumgeschreie. Sonst nix. Hallo, Motherfucker. Es war einfach nur Rumgeschreie. Die ganze Zeit. Und sinnlos war es irgendwie so sinnlos. Irgendwas hypen, was nicht da ist. Und irgendwas sehen, was nicht da ist. Und hallo, Motherfucker. Am besten fand ich den Moment, wo die in den Raum gegangen sind. Warte. Bist du... Die sind in so einen Raum gegangen, da waren die Fenster auf. Und der schreit die ganze Zeit, boah, das ist voll kalt hier in dem Raum. Ja, Bruder, mach doch die Fenster zu. Na klar ist das da kalt, Junge. Der eine Raum, sind Fenster auf. Abends, im Herbst. Und er schreit rum und sagt, ja, das ist kalt hier in dem Raum. Wir sind bestimmt Geister. Geil. Ist schon lustig. Kann man keine 10 Minuten ertragen. Der schreit nur rum, das geht gar nicht. Ja, ist schon lustig, aber... Man hätte... Ist auch Meckern auf großem Niveau, ne? Auch was ich jetzt mache. Ich habe gedacht, es kommen wieder die gleichen Vibes wie bei diesen anderen Camps. So. Einfach... Ich sag mal so, ich würde das mehr fühlen, wenn die einfach in der Runde sitzen würden und was trinken würden und sich unterhalten und irgendwelche Gesellschaftsspiele spielen, so Monopoly oder so. Ich glaube, das wird besser ankommen. Weil man erwartet auch immer so viel. Es wird was angekündigt und dann erwartet man richtig viel. Und dann ist man enttäuscht, wenn das nicht so ist, ne? Der einzige Geist, der da war Klaas, aber der dir erschreckt hat. Ach Klaas, dem hast du das doch auch angesehen und auch gemerkt, dass der das alles ganz ernst nimmt. So. Junge, er geht da in diesen absoluten Horrorkeller, was die so anteasern. Und er setzt sich da einfach hin, Junge, und lacht sich in eine Faust. So, den juckt nix. Ist halt schade. Aber solange die Spaß haben und solange da Leute zugucken, die auch Spaß daran haben, ist doch alles fein. Aber Uwe Preuß, das Fridolin ist klasse. Und heute bleibst du aber hier im Chat und gehst nicht zu Teil, um Meter zu machen. Oh, Schattenbund, hast du Meter gemacht? Hä, Schattenbund, wie soll der den Meter machen? Der zockt doch gar keine EP. Ist sehr viel gespielt mit den Geistern der C, was ich sehr schade finde, beziehungsweise kacke finde. Lieber im Kreis sitzen, saufen, scheißlaufen, wäre cool, ja. Oder man hätte die Leute, die man dazu extra eingeladen hat, ne, mehr integrieren müssen. Weil die saßen dann rum. Dann wurden denen irgendwelche Fragen gestellt und die wurden irgendwie belächelt so. Man hat denen schon angesehen im Gesicht, dass die sich richtig verarscht fühlen. Finde ich. Aber it is what it is. Hallo Mama. Philipp ist deine Mama hier. Ist halt so. Ich hoffe, euch geht's gut, Mann. Ich habe gestern den spontanen Dodge gezogen, weil ich auch nicht so wirklich viel Bock hatte. Und wie gesagt, auch keiner da war und so. Und ich wollte auch keinen Geister zocken. Ich würde einfach gar nichts. Ich habe sogar heute schon wieder überlegt, zu dodgen, weil mich hier alles ankotzt. Ich habe schon wieder das Setup ein bisschen verändert, hier den Monitor auf der rechten Seite gemacht.
Aber das gefällt mir alles nicht so. Da kriege ich die Krise, wenn ich das sehe hier. Egal, für heute muss es reichen. Letztendlich unterhält es manche Leute und solange es kein Stück ist, alles gut. Genau. Der U-Preuß wird Acker, Friede wird hoffentlich gut bezahlt, so wie der Acker bedient. Puh, keine Ahnung. Hast du schon Little Hope gespielt? Nee. What is that? Macht das Opa Willy Wonka. Boah, die ganzen Blagen scheinen komplett durch bei mir, kriegt das Kotzen. Ach, heute ist Halloween, ne? Voll lustig bist du. Dankeschön, mein Freund Sid. Ich finde das Camp einfach mega. Ja, Gamers, das ist auch kein Hate gewesen. Jax ist verliebt, das habe ich mitbekommen. Ich habe auch die Clips gesehen. Wie der Ingame zu einem Mädchen sagt, du schläfst halt bei mir und so. Und oder da hängt und neben der sitzt so ein macht. Mr. Schattenbund und Dom Turner, bitte kein Beef. Ich glaube auch nicht, dass der Schattenbund Meter macht. Wie denn? Oh, der zockt doch nicht mal RP. Oha, Jax Loverboy RP ist so, Alter. Bei denen gibt es richtig ab. Ist ein Horrorspiel mit Story-Elementen? Okay. Wie hast du eigentlich Mida kennengelernt? Damals im RP auf Alternet. Kamen die doch mit Asta auf dem Server. Warum ihr Hater zit Ruhe? Du bist hier der Hater, ihr seid die Hater. Ihr habt Beitrag über mich gemacht. Beziehungsweise über Tyrese. Wegen dem Klopapier. Ja, ja. Was steht heute an, großer Meister? Ja, wir haben ja vorgestern geplant, heute wieder eine Geiselnahme. Erst wieder so ein Angriff auf die Shops und dann noch eine Geiselnahme irgendwo. Frag mich nicht wo, ich glaube am Airport irgendwo. Wird doch die letzte sein, danach ziehen wir den anderen Job durch. Einmal noch. Danach ziehen wir das andere durch. Geiseln am Samstag ist heute richtig. Der Crazy hat gerade ein Video hochgeladen bei YouTube. Da kommt am Ende zwar Musik, aber kann ich muten. Wollen wir uns die Nachtschicht mal angucken? Habt ihr Bock drauf? Dexter, Ruhe. Komm, wir gucken uns mal die Nachtschicht an. Ich muss nur aufpassen, wann dann die Mucke kommt. Ja, ja, alle schön crazy abonnieren, ist okay. Ich weiß nicht mal, ob die Mucke Copyright ist, Alter. Also Kleidung ist da jetzt erstmal, ne? Ja. Hast du schon Rolle? Ja, natürlich. Ja. Meister, wie heißt der Helm? Peter. Hey, Mann. Wenn du aufhast. Der Vietnam ist das. Digga. Ey, warum komm ich nicht hinterher? Hier sind zu bescheuert, Alter. Ich hab jetzt am Boden mit dem Gas, Uwe. Ey, dachte ich. Abend! Was holt ihr euch? Ibo, Junge. Nur Ibo oder was? Ich hab schon ein paar Jackentasche. Und guck mal hier, ich hab nicht umsonst den Helm. Da steckt alle drin, Junge. Ich krieg nur Tüches. Wo jetzt denn? Ey! Lass den Teller stehen, Vogel. Ruhe. Ruhe. Ja, du, wir rekrutieren. Ja, wir haben noch ein paar Plätze frei. Wir sind Jungs. Und ich bin der Hub und ich bin auch dabei. Hast du mal einen Euro? Gleich knallt's. Kriegst gleich paufen, Dötz, Kollege. Einmal in der Hand. Nicht mit der Hand, aber mit dem Basie. Ich mach gleich aus deiner Jacke eine Weste, Junge. Ey, sofort stehen, ey. Lasst uns in Ruhe, verpisst euch. Renn, haut ab. Mach mal die Hände bleib hoch, stehen. Mann. Haut ab. Aua. Aua, du. Du Schwanz. Hau den, kaputt, komm! Kaputt, Junge! Rein, Junge! Komm her, du Wichser! Du beleidigst dich, die Kutte, Junge! Komm her! Komm her! Komm her, du Frecke, du! Ich piss auf eure Kutte!
Okay, oh, Jungs, alle drauf da. Alle drauf da. Hau drauf, glaub, Dunge. Du willst es. Soll ich draufhauen? Du willst es, komm. Bring sofort die Karre her. Lass meinen Freund in Ruhe. Die ist versteckt. Die Karre ran. Absteigen. Bring die Karre ran, du. Absteigen. Dann kannst du deine Freunde wieder anrufen. Sofort die Karre her, Junge. Du klaust einfach die Bibi-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 Bibi
Ja, ja. Guck mal, machen wir gerne, das ist voll unser Ding. Das ist 2020. Ich sage, natürlich schaue ich gern Frauen, Mann. Ja, willkommen in der Neuzeit. Ja, Mann, da ist drauf. Komm auf, oh, wir, Jungs. Lass ihn auf die Kutschen, Jungs. Auf die Kutschen. Ja, da mache ich jetzt Musik an. Das kann ich leider nicht abspielen, die Mucke, aber da wird eh nicht geredet. Jetzt kommen die Cops. Die fahren mit dem Roller. Die fahren dann auf den Strand, merken, okay, Roller kommt nicht da weit weg. Die Mucke passt auch gut. Irgendeine Polizistin sagt jetzt, stehen bleiben oder ich schieß. Und dann zählt die bis drei und dann drehen die sich um. Noch sieht gut aus, aber gleich kriegen die auf die Fresse, die Fregge. Also die Nachtschicht, nicht die Cops. Die Mucke, Alter. Zu drei für bessere Pommes. Hallo, Motherfucker. Für Kacklied. Ich meine, wenn ich nachts unterwegs wäre, so um 2-3 Uhr nachts und am Arbeiten wäre und da kommen solche Vollidioten, wäre ich auch vielleicht ein bisschen abgefuckt. Aber man merkt doch spätestens dann, wenn man die sieht, dass die mit dem Roller kommen, Alter. Nee, dass das irgendwelche Idioten sind so. Und die ziehen noch nie die Kohle komplett ab. Die ziehen mal so ein paar hundert Dollar ab oder 1000 oder so. Je nachdem, wie viel dabei sind, wenn die überhaupt Geld abziehen. Ich wäre froh, wenn ich abends noch ein bisschen erpierte, ja. Manche sind halt aber einfach, ohne jetzt RP-Polizei zu spielen, die wollen halt einfach komplett ihre Ruhe. Die wollen halt in Ruhe farmen. Oder in Ruhe am Strand chillen und ein bisschen reincringen. Wir haben keinen Bock auf sowas. Wir lassen sogar den Cops genug Zeit, um anzufangen, ja. Ich meine, ich habe die Dings ungeschnittenen Dinger gesehen. Ich habe ja gesehen, ihr seid ja mit dem Roller auf dem Strand geballert und dann hat einer gesagt, ja, wir können hier nicht fahren mit dem Roller und seid abgestiegen. Und habt nicht mal die Laufanimation gewechselt. Was ist das für ein Kacklied, Junge? Und soweit ich gehört habe, hatten die Cops auch Bock. Die haben auch zuerst geschossen und so. Ist halt ein bisschen, ist halt so ein bisschen Kick, ne? So, bisschen auf lustig angelehnt. Aber wie oft wart ihr jetzt im Knast? Ich glaube, ihr werdet jeden Abend verhaftet, wenn ihr das macht. Also an jedem Abend, wo ihr das macht, werdet ihr auch verhaftet und kriegt eine Strafe. Für die Kickpommes. Die Leute sollten einfach mal ein bisschen chillen. Ist doch auch kein Hardcore-Server. Mir sind die auch auf den Sack gegangen. Es gibt nur eine Sache, die ich nicht cool fand und das war mit den behinderten Rocker war an der Tankstelle. Du bist im Motorradclub, du hast deine Patches, deine Kutte so. Das ist alles handgemacht, wird alles produziert für den Club selber. Da geht man nicht im RP hin und sagt, jetzt zieh die Kutte aus. Weil das kann gar keine originale Kutte sein. Das kann keine Kutte sein von dem Motorradclub. Nur weil man die laut System im Shop kaufen kann, musst du das nicht so ausspielen. Das ist ein bisschen. Aber müssen die halt selber wissen für sich. Ich sehe das schon kommen. Irgendwann die Tage. Ganze Motorradclub am Park. Ihr habt unsere Kutte angehabt. Jetzt gibt's Krieg. Ist halt komisch. Lass mich mal runterscrollen. Lazarus, danke schön für den Prime im 41. Bruder Jazz, danke für den Prime im 32. Richie, danke für den Prime im 29. Bucky, danke schön für 100 Bits.
Was sagst du? Danke für den Prime 10. Kubo, danke schön für den Prime 8. Marv, danke für den Prime 3. Mempel, danke für den Prime 2. Why So Serious, danke schön für den Prime 3. Apatazani! Torbsen, danke für den Prime im 19. Lensung, danke schön für den Prime im 22. Tipsy Toast, danke für den Prime im 3. Chris Cross, danke schön für den Resub im 4. Decky Sam, danke schön für den Prime 6. Bullweye, danke für den Prime 17. Otto von Kessel, danke schön für 100 Bits. Ebenfalls. Planet X, danke für den Prime 20. It's a Trap. Nein, das ist kein Trap, oder? Alles cool. Matze mit Glatze, danke für den Resub im 21. Tag. Bucky, danke schön nochmal für 100 Bits. Stempelmann, danke für den Stufe 2 Resub im 2. Ich küsse deine Kniekehle. Dayday, danke für den Resub im 4. Bucky, danke schön für den Gifted Sub an Anti-Hero Dude. Cressio, danke schön für den Prime im 28. Ja, alles gibt's heute. Wahrscheinlich. Sime, danke schön für den Prime 25. Nee, das ist auch kacke, Alter. Schattenbund, danke für den Resub im 24. Monster Energy, danke schön für den Gifted Sub an die Community. Dufflair, danke für den Resub im 2. Moin, Meister. Also, Junge, sag mich mal, sind bei der Ducky One noch extra Tasten bei? Ja, sind welche. Hallo? Momentan sind die blau, wenn du bei Case King bestellst. Aber sieht gut aus. Und auf der Leertaste ist eine Ratte, weil wir das Jahr der Ratte haben. Sariko, danke für den Resub im 8. Gizmo, danke für den Resub im 22. Kirky, danke für den Prime im 3. Der da ist, danke schön für den Zap und herzlich willkommen. Hast du die neue Mandalorian-Folge gesehen? Nee, habe ich nicht. Werde ich mir aber jetzt die Tage alles reinziehen. Spicy, danke für den Prime 23. Bakino, danke für den Prime 5. Stempelmann, danke schön für 200 Bits. Spoon, danke schön für den Resub im 3. Swipsy, danke für den Resub im 4. Castro, danke für den Resub im 19. Kingtronics, danke schön für den Resub im 30. Booty. Jack in the Box, danke für den Resub im 20. Der Rentner, danke für den Resub im 3. Prime. Danke für dein gutes RP mit deinen jüngsten Mädels. Immer gerne. Ich hoffe, ihr habt immer Spaß. Sind die Zuschauerzahlen bei Knossi richtig? Keine Ahnung. Ich denke, klar. Könnte das Uhr kaputt? Warum Uhr kaputt? Nexation, danke schön für den Prime im 14. Maximax, danke für den Prime im 9. Redstone, danke für den Resub im 30. Dieter, danke für den Prime im 20. Leon, danke für den Prime im 28. Dark Dragon TP, danke für den Resub im 26. Trafer, danke schön für den Prime im 3. Und Nippler, danke für den Prime im 2. What the fuck, seit wann kommt der Commercial Break Bildschirm? Was für ein Bildschirm? Was? Und Stempelmann, danke schön für den Gifted Sub an die Community. Und Pyro, danke schön für 90 Bits. Was ist ein Commercial Break? Was? Bildschirm. Na, da war doch heute was zusammen mit Kiez. Meine Uhr ist kaputt. Ja, wir gehen jetzt doch gleich rein. Ich muss nicht da sein, sofort. Ich glaube, um 8:30 oder so war das, glaube ich. Wir haben noch nicht so spät. Twitch forst wieder Ads durch Adblocker. Also. Übrigens habe ich gestern mit Teichente geredet, falls euch das was sagt. Also der Typ was sagt. Der hat mich jetzt zu Stream Elements vermittelt. Dann bin ich auch gestern im Discord gejoint. Und habe schon mit jemandem geschrieben. Ich werde da wahrscheinlich in deren Dream Team gehen. Und soweit ich das verstanden habe, gibt es ab und zu mal so Giveaways von SteelSeries und so. Dann für den Stream. So eine Art Geet wie damals. Was ist eigentlich aus Geet geworden? Übrigens, dieses Placement-Ding da, was die mir angeboten hatten, wovon ich erzählt habe, das ist ehrlich Raid Shadow Legends, ne? Anstatt deinem Stream hatte ich ein buntes Bild, in dem stand Commercial Break. Ja, du hast wahrscheinlich so einen Adblocker drauf. Kacklied. Das war halt tatsächlich Raid, dieses Raid-Ding, Bums. Danny Ocean, dankeschön für den Prime im 2. Stempelmann, dankeschön nochmal für 100 Bits. Und Lord Diddy, dankeschön für den Prime 5. Ja, Feuer, danach kannst du dich zur Ruhe setzen. Ja, das Raid Shadow zahlt immer gut. Das stimmt schon, aber boah, da bin ich mir echt unsicher, ehrlich. Da bin ich mir echt unsicher.
ob ich das mal hier präsentieren soll. Das ist doch eine Meme. Ja, so habe ich das auch gedacht. Ne? Eigentlich ist das ja schon eine Meme, Alter. Eigentlich könnte man das so auf lustige Art und Weise machen und rüberbringen und eigentlich ja für den Kick einfach nur mal so. Was ist eigentlich das Effekt geworden? Die haben noch Gespräche da und der meldet sich, sobald die erste Grafik fertig haben. Danach dreht Stay dich durch den Fleischwolf. Ich glaube nicht, dass Stay da irgendwas zu mir sagen würde. Ist doch jedem selbst überlassen, was er macht. Ich habe nur einen Rechenschaft abzugeben. Wenn überhaupt, und das seid ihr. Sonst niemanden, sonst mache ich hier, was ich will. Und wenn ich euch frage, ob ich das machen soll und alle sagen, ja komm, für den Kick und so, dann machen wir das einfach. Und wenn nicht, dann nicht. Dann kannst du auch NordVPN bewerben. Nee. Und stempel mal Dankeschön für 95 Bits. Wenn in dem Vertrag steht, dass du alles sagen darfst, dann gib ihm auf lustig. Ich guck mal. Aber ich tendiere eher zu nein. Ja, und beim Finanzamt ist ja. Es geht ja hier darum, ne? Um den Stream. Warum sollten die einem nicht erlauben, das auf lustig zu machen? Ich glaube, die einzige Sache, die du nicht machen darfst, ist das Spiel sinnlos schlecht reden. Also das annehmen und dann sagen, ja, guckt euch die Scheiße mal an und das bewerben die hier und so. So was. Auf die Art. Hör ich schon ein Kacklied, hau ab. Ich will mir mal ganz kurz was zu trinken holen. Ich habe nämlich vergessen, weil ich dumm bin. Sub bist du nicht mehr werbefrei, Pascal. Nur noch als Dings. Ich weiß nicht, wie der Nitro? Oder wie heißt das Jazz, was du dir letztes Mal geholt hast? Turbo, genau. Nitro war, glaube ich, Discord, ne? Cyrus, dankeschön für den Resub im dritten. Ja, mal gucken. Wenn ich davor stehe, dann sage ich euch nochmal Bescheid und dann frage ich euch nochmal. Ob man das so auf lustige Meme-Basis präsentieren kann. Für 2 Stunden. Ich glaube, das hole ich mir direkt heute. Werbung, gar kein Bock. Ich weiß nicht mal, wie teuer das ist. Mit Turbo? Bei Twitch gib mir Turbo, dann hast du so ein Turbo-Account, dann bist du werbefrei. Ja, ja, Jay kann richtig böse werden. 7,99 im Monat, Jazz. Masahiro, Dankeschön für den Prime im vierten. Hukulu. Und guten Abend.
Jetzt komme ich wieder zu spät um die Hölle rum. Die kleinen Katzen. Biber Beats, dankeschön für den Prime im 4. und Funeros, dankeschön für den Resub im 30. So, connect. Ich muss, glaube ich, wieder gleich umstellen. Wir hatten ja Geister als letztes gespielt, ne? Wo ist Katze? Die brennt irgendwo hier rum. Unten. Bist du krank? Nee. Warum klinge ich so? Hallo Veluro, guten Abend. Ich grüße Sie der Herr. Real Sissoko, danke schon für den Resub im 40. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Was hast du denn? Kranke Labirin vielleicht. Hallo? Hallo? Was soll denn Ditte jetzt? Diggern. Gleich baue ich aber eine Küche auf, du. Meine Nase ist nur immer zu. Aber sonst geht's mir gut. Bisschen kratzig. Abo-Falle, ja, nix Abo-Falle. Naja, Carlos ist immer noch in der Küche drin. Guten Abend, Dark. Oh mein Gott, jetzt sag nicht, es regnet. Bitte nicht.